Die zweite Generation der beliebten T-Modelle stellt Mercedes-Benz 1985 vor und löst damit den 8 Jahre produzierten Vorgänger der überaus erfolgreichen Baureihe 123 ab. Produziert werden auch die neuen Kombis im Werk Bremen. Sindelfingen liefert lediglich die vorderen Türen sowie die Aufbaustufe 1, eine Kombination aus Vorbau und Unterbau. Technisch und stilistisch entspricht auch das T-Modell der Baureihe 124 weitgehend den zugrunde liegenden Limousinen. Unterschiede resultieren lediglich aus der abweichenden Heckgestaltung. So muss der Tank unter den Fahrzeugboden weichen, wodurch Änderungen im Bereich der hinteren Bodengruppe nötig werden. Zudem wurden Aggregate, Bremsanlage und Fahrwerk der höheren Nutzlast angepasst. Eine sogenannte Raumlenker-Hinterachse besitzt auch die T-Limousine. Die ist hier allerdings serienmäßig ausgestattet mit hydropneumatischer Niveauregulierung und einer Dämpferbein-Vorderachse. Neben den bekannten Motorisierungen der E-Klasse-Limousinen wird die Palette der T-Modelle durch den 143 PS starken 300 TD Turbo ergänzt. Für alle 6-Zylinder-Modelle steht außerdem der neue automatisch zuschaltende Vierradantrieb 4MATIC zur Verfügung. Durch einen Griff in den Baukasten entsteht 1988 der 200 TE. Gleichzeitig kommt im 300 TD Turbo ein überarbeiteter Motor zum Einsatz. Im Rahmen der Initiative Diesel 89 werden ein Jahr später auch die Aggregate der Modelle 200 TD, 250 TD und 300 TD modifiziert. Traditionell bilden T-Modell und Limousine eine Linie, die wird insbesondere an der Gestaltung des Innenraums deutlich. Unterschiede bestehen in der hier etwas höheren Dachgestaltung und der ebenen Durchladefläche im Heckbereich. Neueste Erkenntnisse der Sicherheitsforschung konzentrieren sich auf die Konstruktion des hinteren Karosserieüberhangs, bei Vollhecklimousinen ein kritischer Bereich. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Kraftstofftank. Bei einem Heckaufprall mit Längsträgerverformung wird er nach unten weggedrückt und dabei von Fangseilen gehalten, ohne auf die Fahrbahn aufzuschlagen. Das Jahr 1993 steht für die E-Klasse T-Modelle ganz im Zeichen der Modellpflege. So kommt unter anderem die weltneue Vier-Ventil-Technik bei den 5- und 6-Zylinder-Dieselmodellen zum Einsatz. Außerdem gehen ab Juni 1993 alle Dieselmodelle mit Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Serie. Optisch erkennbar sind die aktualisierten Modelle besonders am sogenannten Plakettenkühler, der nun voll in die Motorhaube integriert ist. Weitere Merkmale, die nunmehr farblosen Deckgläser der vorderen Blinkleuchten, Radzierblenden im Sechslochdesign und neue Stoßfänger mit in Wagenfarbe lackierten Schutzleisten. Ein leistungsstarkes Topmodell krönt die Modellpalette ab September 1993. Der Vierventilmotor des E36 AMG mobilisiert stattliche 265 PS Nennleistung. 1996 werden die T-Modelle der Baureihe 124 aus der Produktion genommen. In gut 10 Jahren entstehen alles in allem 340.503 Einheiten. Die Serienfertigung der Nachfolgemodelle beginnt 2 Monate nach Abschied der alten in Sindelfingen.